Neuheit bei OM System, die OM5. Und die Kamera, die hier vorne steht, fällt deutlich kompakter aus als beispielsweise die OM1 und ist auch eine Ecke günstiger, hat aber einiges an Technik von den Topmodellen von OM bzw. der Vorgängerfirma Olympus geerbt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick auf die neue Systemkamera zu werfen. Und das machen wir heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich würde sagen, los geht's. Patrick Scholz ist heute bei uns, Reisefotograf und Abenteurer. Und du hast uns die Kamera mitgebracht und kannst bestimmt einiges dazu sagen. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ja, danke schön, Julius. Ich freue mich riesig, hier zu sein und heute ein bisschen über die neue OM5 zu reden. Ja, und wir wollen ja nicht nur die technischen Daten runterbeten von der Kamera, sondern du hast uns ja bereits schon Bildbeispiele mitgebracht, die du mit der Kamera machen konntest. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu? Und stell dich gerne mal vor. Ja, ich habe schon eine relativ lange Beziehung zu diesem Kameramodell. Ich war 2015 das erste Mal mit der EM5 Mark II von Olympus damals unterwegs auf einer zweijährigen Radreise. Habe in dieser Zeit dieses wahnsinnig kompakte, leichte, robuste Kameragehäuse wirklich zu lieben gelernt, weil das der perfekte Reisebegleiter ist. Habe nach dieser Zeit dann sehr viel mit der EM5 Mark III fotografiert und freue mich riesig, jetzt die Gelegenheit gehabt zu haben, die neue OM5 aus dem Hause OM System vorab schon testen zu können. Ich war mit der Kamera in mehreren Ländern unterwegs, habe mit ihr in der Wüste, in der Halbwüste Bardenas Reales in Spanien fotografiert, beim Wintereinbruch in der Schweiz. Ich war damit in Finnland und Norwegen unterwegs. Ich durfte also schon einiges mit der Kamera erleben und die Kamera musste schon alle möglichen Wetterverhältnisse mit mir durchstehen. Ja, starten wir mal am besten mit Größe und Gehäuse. Das ist ja eine der Stärken der OM5. Und wenn wir uns das erste Bild anschauen, da hat ja die Kompaktheit auch eine große Rolle gespielt. Ja, das Bild hat so ein bisschen eine kleine Geschichte. Ich war an dem Abend nach einem langen Arbeitstag unterwegs. Ich wollte nicht nochmal meinen ganzen vollgepackten Kamerarucksack mitnehmen, mir trotzdem den Sonnenuntergang anschauen. Und da ist eben die OM5 so eine Kamera, die in so einem Fall auch mal perfekt in die Jackentasche passt. Und genau das habe ich gemacht, die Kamera einfach mitgenommen am Abend. Und als das Licht dann hier noch so magisch geworden ist, die Sonne diesen Strand nochmal in lila Streifen verzaubert hat, konnte ich das Bild dann doch noch machen. Ein Foto, das nicht entstanden wäre, wenn ich nicht so eine kompakte Kamera dabei gehabt hätte, die in so einer Situation dann einfach super praktisch ist. Größentechnisch vom Gehäuse ganz ähnlich der EM5 Mark III, oder? Genau, da hat sich von der Gehäusegröße und vom Gewicht gar nicht so viel verändert. Es sind mehr die technischen Sachen, die in der Kamera stecken, die hier einen Riesensprung nach vorne gemacht haben nochmal. Ja, die Kamera ist ja nicht nur besonders leicht und kompakt, sondern auch sehr robust und wetterfest, entspricht ja der Norm IP53. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Du kannst mir bestimmt weiterhelfen, aber ich denke, darum geht es gar nicht, sondern mehr darum, dass es eben eine Kamera ist, mit der man rausgehen kann. Da kann Nebel sein, da kann Wasser drauf kommen. Ich glaube, einen ähnlichen Kontext hat auch das nächste Bild. Genau, ja, eben diese Robustheit, die Wetterfestheit spielt für mich auf meinen Reisen eine wahnsinnig große Rolle. Ein Feature, das ich an allen Olympus-Kameras, OM-System-Kameras wahnsinnig zu schätzen weiß, dass ich mir eben keine Sorgen machen muss, wenn ich wie hier bei dichtem Nebel, bei Regen unterwegs bin. Die Kamera braucht kein extra Gehäuse oder irgendwas, sondern die hält das alles problemlos aus. Und ganz ähnlich wie mit den nassen Wetterverhältnissen ist es auch auf dem nächsten Bild, das ist in Bardenas Reales entstanden, in einer Halbwüste in Spanien. Und hier war es einfach wahnsinnig heiß, es war wahnsinnig staubig und trocken. Und das ist auch so ein Moment, wo ich einfach froh bin, mir keine Sorgen machen muss, kommt der Staub irgendwo in irgendwelche Ritzen der Kamera, weil es alles völlig problemlos aushält. Ebenso die Pro-Objektiv-Serie ist einfach komplett staubgeschützt. Und das macht die Kamera für mich zu einem perfekten Outdoor-Modell. Ja, die Kamera ist sehr kompakt und wetterfest. Das ist ja seit jeher eine große Stärke der Kameraserie, auch wenn jetzt hier ein bisschen was anderes draufsteht. Bei der Typenbezeichnung bleibt man sich da treu. Änderungen, Neuerungen gab es aber besonders in technischer Hinsicht. Das sind, glaube ich, drei besondere Punkte. Da kannst du uns bestimmt Näheres zu erzählen. Genau, die Kamera verfügt inzwischen über den Handheld High-Res-Shot-Modus. Ich habe da auch ein Beispielbild zu mitgebracht. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass ich mit so einer kleinen, kompakten Kamera trotzdem aus der Hand mit bis zu 50 Megapixeln Bilder schießen kann, ohne dafür extra ein Stativ aufbauen zu müssen.
Das ist auf jeden Fall eine wirkliche Besonderheit in diesem kleinen Gehäuse vor allem. Ja, eine andere wahnsinnig tolle Eigenschaft der Kamera ist, dass sie jetzt auch über den Live-ND-Modus verfügt, was das Fotografieren gerade im Langzeitbelichtungsbereich tagsüber wahnsinnig vereinfacht. Ich muss keinen extra Filter mehr aufs Objektiv schnallen und kann dennoch, wie in dem Beispielbild hier zu sehen, Langzeitaufnahmen auch tagsüber machen. Das Bild hier ist in der Schweiz entstanden und ganz besonders toll fand ich, dass ich hier mit etwa einer Sekunde belichten konnte, obwohl es wahnsinnig hell war draußen und gleichzeitig konnte ich aus der Hand fotografieren, einfach durch die wahnsinnig starke Bildstabilisierung, die hier auch noch mit dem Gehäuse drin steckt. Und ansonsten gibt es noch eine weitere große Neuerung, das ist der Starry Sky AF, also der Autofokus extra für die Nacht- und Sternfotografie, der jetzt hier auch mit in der neuen Kamera drin steckt. Drei Features, die die Kamera für mich auf jeden Fall deutlich von den Vorgängern abheben. Was auch immer relevanter wird, ist das Thema Video. Was hat sich da Neues getan? Ja, auch im Videobereich hat die Kamera einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Ich denke, was gerade im Zeitalter der sozialen Medien super interessant ist, ist, dass sie im Hochformat filmen kann, das Ganze in 4K-Auflösung. Sie nimmt im OM-Log-Modus auf inzwischen, das heißt auch Color Grading wird in Zukunft sehr viel mehr Spaß machen mit der Kamera. Und dann ist es inzwischen auch möglich, die Kamera als Webcam direkt mit dem Computer zu verbinden. Also auch das, denke ich, noch ein super Feature für alle Videografen, YouTuber. In dem Bereich bietet die Kamera eine ganze Menge. Ja, vielen Dank, dass du die Bilder mitgebracht hast. Das ist dann immer viel greifbarer. Und wir haben jetzt auch viel über Anwendungsbeispiele gesprochen, weniger über so die technischen Details der Kamera. Aber für die, die es interessiert, wir haben das jetzt nochmal eben kurz zusammengefasst in dieser Folie, die ihr hier seht. Also ihr könnt gerne auf Pause drücken und euch das dann anschauen. Und zum Schluss wäre meine Frage an dich, für wen eignet sich denn die Kamera besonders? Ja, ich denke, dass sich die Kamera am besten für alle Reisenden eignet, für alle Leute, die gerne viel draußen unterwegs sind, egal ob mit dem Rucksack, mit dem Fahrrad, beim Wandern, in den Bergen, völlig egal. Ich denke, die Kamera ist ideal geeignet, überall, wo es auf wenig Gewicht und dennoch auf gute Bildqualität ankommt. Und ich denke, bei all jenen, die dort unterwegs sind, ist die Kamera perfekt aufgehoben. Also dann der ideale Reisebegleiter für alle, die mit wenig Gepäck unterwegs sind sozusagen. Sehr schön, ja. Und falls ihr mal in der Stadt unterwegs seid und unseren Fotoladen besuchen wollt, dazu gibt es 7 Möglichkeiten. Die Standorte seht ihr unten in der Beschreibung. Kommt gerne vorbei, dort könnt ihr auch die Kamera anschauen oder schaut auf fotoprofi.de vorbei. Wir haben auch einen Telefonservice mit entsprechender Beratung, also klickt da gerne mal rein. Und dann sage ich vielen Dank, Patrick. Schön, dass du da gewesen bist. Wir verlinken dich auch gerne unten in der Bildbeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis demnächst mal wieder. Super, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.